Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Es ist jetzt schon wirklich länger her und das liegt einfach daran, dass ich sehr, sehr viel in meinem Film geschnitten habe. Er ist jetzt auch schon so gut wie fertig, ne? Es werden noch ein paar Szenen gedreht, aber das, was gedreht ist, ist auf jeden Fall schon fertig. Musik ist noch nicht ganz fertig. Auf jeden Fall kommt der Film wahrscheinlich im März raus. Er heißt Der Regisseur, also könnt ihr euch schon noch freuen. Ja, und heute spiele ich mal ein Spiel, was ich sehr gerne mag, aber weil ich es noch nicht auf YouTube hochgeladen habe. Es ist ja immer so, wenn euch irgendein Spiel gefällt, was ich spiele, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und da kommen da mehr Folgen von. Bei Oxmastyle kam da jetzt kein Kommentar, dass ich davon noch mehr machen will. Deswegen denke ich, dass meine Zuschauer andere Spiele wahrscheinlich besser finden. Und ja, jetzt geht es auch schon los. Man kann hier ein neues Spiel anfangen. Das mache ich aber heute noch nicht, weil ich erstmal wissen will, ob ihr überhaupt an dem Spiel interessiert seid. Wie gesagt, es ist ein Mittelalterkriegsspiel. Und es ist schon ziemlich alt, irgendwie von 2009 oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir machen jetzt erstmal hier eine benutzerdefinierte Schlacht, damit ihr mal wisst, wie das Spiel so ist. Es gibt halt verschiedene Charaktere. Man kann halt mit so einer Axt kämpfen, mit einem Schwert, mit einem Bogen. Ich nehme mal den mit dem Bogen. Hier gibt es die verschiedenen Königreiche. Die Nords sind halt ja, gut für den Nah- und Fernkampf, aber nicht gut bei den Reitern. Also jede Fraktion hat halt auch andere Vorteile. Und in der Kampagne kann man dann halt gegen die Fraktionen kämpfen gegen alle oder sich mit einer verbünden oder selbst eine Fraktion aufbauen, das ist eigentlich ganz cool. Und ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal gegen die Rodoks, das ist immer am spannendsten, weil die auch richtig gut sind. 200 gegen 200, ich hoffe mal, es hängt nicht. So Leute, jetzt müsste es eigentlich auch klappen. Ich habe zweimal aus Versehen auf zurück gedrückt, das ist ganz schlau von mir gewesen, statt auf Start, aber jetzt müsste es eigentlich klappen. Ja, das war irgendwie ein bisschen dämlich, dass ich da auf zurückgedrückt habe. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier sagen, zack, Position halten. Und dann, also man kann ja solche Befehle eingeben. Und die Leutchen hier, die stellen sich ja alle in eine Reihe. Ich glaube, wo kommen die Fernkämpfer hin? Ich weiß nicht, auf jeden Fall kann man sehr viele Truppen steuern. Das muss ich ganz kurz ändern hier. Man zoomt. Eigentlich, ja, ich habe jetzt auch eine Nahkampfwaffe, deswegen lasse ich das mal. Aber man kann das hier ändern. Ich mache eigentlich immer, dass man auf der rechten Maustaste zoomt und nicht auf der mittleren, weil das ist so ein bisschen nervig. Aber es geht auch so auf jeden Fall. Jetzt seht ihr Leute, jetzt haben die sich alle hier in eine Reihe gestellt. Jetzt kann ich zum Beispiel Infanterie, Achtung. Und dann mache ich gleich zum Angriff, damit die Bogenschützen hinten bleiben und die Nahkämpfer dann in die Schlacht ziehen. Oh, ich habe schon getroffen jemanden. Ja, ich habe sogar schon jemanden getötet. Das ist doch toll. Der hier hat nicht so gute Ausrüstung. Also, es gibt in der Kampagne, da kann man auch cheaten. Das heißt, du kannst auch mit Cheats das ganze Spiel entscheiden. Du kannst Leute mit Cheats töten und so. Das kann man machen, kann aber auch sein lassen. Also, man kann auch gut im Spiel weiterkommen, ohne zu cheaten. Das finde ich ganz gut. Es spielen immer noch ziemlich viele Leute eigentlich. Also es gibt auch Server, wo man halt gegeneinander spielt, dann erobern manche Leute eine Burg. Das ist ziemlich cool. Das mache ich mal hier zum Angriff, die Infanterie. Müsste eigentlich funktionieren und die anderen bleiben jetzt hinten. Ja, genau, perfekt. Perfekt. Und da ich das jetzt mit der Taktik so gemacht habe, müssten wir eigentlich den Kampf jetzt auch gewinnen. Ich habe noch 41 Pfeile, das geht eigentlich ganz klar. Wenn Leute tot sind, dann kann man von denen eigentlich die Sachen aufnehmen. Mit F kann man die Sachen aufnehmen, das ist auch noch ganz wichtig. Wenn man irgendwelche Burgen verteidigt, kann ich euch gleich auch noch kurz zeigen. Dann ist das ziemlich wichtig, weil dann gehen einem auf jeden Fall die Pfeile aus. So, Headshot. Na, schade. Ja, das war jetzt ein Headshot, da steht ja immer Kopfschuss im Chat. Man kann übrigens auch ausschalten, dieses Button da,
dieses Wappen über dem Kopf, das kann man auch ausschalten, dann kennt man aber nicht mehr so gut, wer in deinem Team ist. Also das würde ich nicht machen, aber es gibt einen YouTuber, der das Spiel auch spielt, das ist der Lord Peter, und der hat die Dinger immer aus, aber mich wird das ziemlich verwirren. Oh, jetzt werde ich hier geschlagen von so einem Nordkrieger. Ich habe jetzt eine richtig schlechte Nahkampfwaffe, das brauchen wir auch wieder. So, meine Bogenschützen stehen hier immer noch. Das ist ziemlich nice. Also auf 1 kann man die Infanterie steuern und auf 2 glaube ich die Bogenschützen. Und dann halt eine Fehler eingeben. Ich glaube, wir haben jetzt den Kampf auch schon gewonnen. Ja, Leute. Und dann würde ich sagen, machen wir doch nochmal ganz kurz hier ja, Belagerung. Defensiv. Und hier ist offensiv. Wir machen jetzt mal defensiv. Mit 180 Mann. Die Verteidiger müssen immer ein bisschen weniger sein, damit das gerecht ist. Jetzt verteidige ich mal mit den Rodoks. Die haben nämlich Armbrüste, höhere Reichweite, mehr Schaden. Das, der Nachteil ist halt, dass sie langsamer schießen. Ich nehme trotzdem Bogenschützen. Und angreifen tun wir uns jetzt mal hier die Nords. Mit 200 Männern. Das wird auf jeden Fall schwierig. Hier können wir noch die Burg ändern. Es gibt aber dann nur 2 Bogen. Ja, im Multiplayer gibt es dann auf jeden Fall mehr. Und in der Kampagne gibt es auch viel mehr. Warum es hier nur 2 gibt, weiß ich nicht. Es geht jetzt auf jeden Fall hier mal. Und dann würde ich sagen, geht jetzt auch rein in die Schlacht. Wir stehen jetzt hier direkt an der Mauer. Wir können uns jetzt auch da oben hinstellen. Aber da wir nicht so eine hohe Reichweite haben. Wir haben auch, das hier sind die Veteranen mit dem Weißen. Und die mit dem Grünen sind die schlechteren. Jetzt kann ich mal ganz kurz hier ändern. Zoom. Rechte Maustaste, verteidigen, mittlere Maustaste. Dann ist das auf jeden Fall einfacher. Der Bogen ist ziemlich schlecht noch. Was heißt noch, der wird bei der benutzerdefinierten Schlacht auf jeden Fall auch nicht besser. Ja, super. So, den habe ich. Aber die Nordbogenschützen sind schon nicht schlecht, muss man sagen. Boah, wie fest die für eine Rüstung haben, ne? Das ist echt krass. Also die Nords sind sehr gut gerüstet. Die Bogenschützen jetzt eher weniger. Aber ich mache so wenig Schaden. Ich bin gewöhnt jetzt bei der Kampagne, die mit einem Schuss alle zu töten. Jetzt muss ich mich mal zurückziehen hier. Oh, scheiße, Leute. Eigentlich mache ich das nicht, aber jetzt, damit ich nicht nochmal aufnehmen muss, habe ich mir jetzt mal hochgeheilt mit einem Cheat. Das mache ich eigentlich nicht, aber ich denke mal, das könnt ihr mir verzeihen. So. Ey, wir machen gerade echt Verluste, ne? Das ist nicht gut. Und treffen tun wir auch nicht mehr. Ah doch, da haben wir mal getroffen. Wow. Am besten gehen wir hier hin, dann können nicht so viele Leute auf uns zielen. Den haben wir gleich. Ja, der Schuss wird auf jeden Fall ein Kill. Der Schuss wird auf jeden Fall jetzt ein Kill. Scheiße. Das klappt nicht. Ach man, dieser Bogen, ne? Das ist jetzt aber, wenn ich einen von den beiden treffe, sind sie auf jeden Fall tot. Ja, und der muss jetzt auch sterben. Also die schieben dieses Belagerungsturm oder was das da ist, schieben die hier hin und dann können die mit hier rüber hier reingehen, und wenn alle von uns tot sind, haben wir verloren. Das passiert auch noch nicht. Ah, die Nordbogenschützen-Veteranen. Die sind natürlich auch recht gut gerüstet. Und die machen auch eigentlich alle Kills. Deswegen müssen wir die jetzt mal eliminieren. Boah, die halten 3 Schüsse aus, ey. Das treffe ich nicht. Was ist denn los? Ich muss treffen. Einer weniger. Das ist schon mal viel. Man kann die halt headshotten, weil die keine Helme auffahren, das ist ganz gut. Aber es ist trotzdem schwierig, die zu headshotten.
zu headshotten, heißt das hier? Boah, die Pfeile machen echt viel Schaden von denen. Shit. Ja, er schießt gerade nicht. Sehr gut, jetzt schießt er wieder. Jetzt schießt er wieder. Oh Gott, er ist nicht tot. Man erkennt immer, was für einen Rang die haben. So, jetzt habe ich zum Beispiel keine Pfeile mehr. Und jetzt... ja, muss ich hier Pfeile aus der Wand fischen. Das sind sogar die besseren Pfeile, die machen mehr Schaden. Wenn da einfach nur Pfeile steht, dann machen sie natürlich nicht mehr Schaden. So. Ich gehe jetzt hier erst auf jeden Fall in den Fernkampf. Von der Seite reinzuschießen ist echt gut. Und das Cheaten ist sehr einfach. Man muss einfach am Anfang, bevor man das Spiel startet, Cheats aktivieren drücken. Und dann hat man die schon, da muss ich nichts runterladen. Das ist eigentlich ganz cool. Ich muss zugeben, ich benutze die Cheats auch manchmal, weil es echt Spaß macht. So, hier sind die ganzen Pfeile. Aber ich habe natürlich auch schon oft ohne gespielt. Ist ja klar. Kannst du mal die Pfeile haben, bitte? Danke. Bald, ja, ich habe noch 17. Aber wir sollten die Schlacht, denke ich, auch gewonnen haben. Da unsere Nahkämpfer jetzt hier Gas geben. Wo sind denn die? Ah, da. Oh, ich habe einen verbündeten Soldaten getroffen. Das ist scheiße. So, jetzt kann man mal in den Nahkampf gehen. Okay, doch nicht, weil da sind noch einige. Scheiße, da kommen jetzt richtig viele hoch. Ich muss den Headshot geben. Bam. Komm. Ich treffe nicht auf den Kopf, ne? Das ist heute irgendwie nicht so meine Stärke. Und ich mit meiner schlechten Nahkampfwaffe hier. Boah, aber unsere Schützen zielen hier sehr gut. Man kann auch die Schwierigkeit einstellen. Ich habe hier gerade auf normal stehen. Aber am Anfang würde ich auf jeden Fall auf einfach stellen. Weil normal, da muss man schon wissen, wann man schlägt und wie man schlägt und sich ein bisschen eingespielt haben. Ich habe jetzt auch schon über 100 Stunden Mountain Blade gespielt, deswegen ja, kann ich das Spiel ganz gut. Fallschaden seht ihr hier, ist vorhanden auf jeden Fall, nicht viel, aber er ist da. So, jetzt drücken wir Tab und das Gefecht ist gewonnen. Hier steht, wie viele ich getötet habe, wie viele meine Freunde getötet haben. Und ja Leute, wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da. Und ja, schreibt generell, was ihr sehen wollt. Der Film kommt im März, spätestens April. Und bis zum nächsten Video. Ciao.